Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Ja, ein grausamer Mord ereignete sich kürzlich in der Hagenmeier-Klinik, den wir leider nicht verhindern konnten. Aber wir haben weitere Möglichkeiten. Wir sind nicht hilflos. Wir haben Optionen und ich schätze mal, dass wir die jetzt mit Nico besprechen werden. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Mark Käfer verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Mal von Hashi Ashin gehört? Nein. Marquet sagte, sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Aber wie hängt der Arzt mit dem Ganzen in Verbindung? Weil im Endeffekt muss er ja irgendwie mit Khan zusammenarbeiten, sonst hätte er doch gar keinen Grund, Marquet zu töten. Ich muss gehen. Okay, viel Glück. Danke. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal ins Museum. Denn wir haben ja erfahren, dass eventuell ein Einbruch geplant sein soll. Und wir wissen genau, wer diejenigen sein werden, die dort einbrechen. Unsere guten alten Bekannten Guido und Flap. So, hier können wir gar nicht mehr hin. Guck mal, ins Krankenhaus können wir nicht mehr, wir können da nicht mehr hin. Ins Hotel können wir auch nicht mehr, aber in das Museum. So, dann schauen wir doch mal, ob sich hier was ereignet hat oder ereignen wird. Sie sind sehr spät dran, Monsieur. Spät? Was meinen Sie damit? Naja, ich werde das Museum sehr bald schließen. Es würde Ihnen nicht gefallen, hier eingeschlossen zu werden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht in dieser Abteilung. Warum nicht? Sie ist verhext, Monsieur. Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster, oder? Und ob ich das tue? Vor 7 Jahren hat sich hier mal ein Junge versteckt. Hat wahrscheinlich mit seinen Freunden gewettet oder sowas. Als ich ihn am Morgen fand, war er kalt wie Eis und steif wie ein Brett. Woran ist er gestorben? Sie sagten, es wäre ein Gehirntumor. Aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von derartig absolutem, totalem Entsetzen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Gruselig. Aber wirklich? Oh, mit dem können wir gar nicht reden. Ich wollte ihn eigentlich auch nochmal fragen, ob der Professor Lobineau jetzt da ist, den wir ja eigentlich gesucht hatten. Da können wir ihm noch irgendwas... Was ist denn damit? Kennst du dich damit aus? Diesen Edelstein habe ich in einem mittelalterlichen Ort in Irland gefunden. Darunter kann ich mir nichts vorstellen, Monsieur. Wie haben Sie es geschafft, diesen Job zu bekommen? Oh, ich hatte die richtigen Qualifikationen. Militärisches Auftreten, quietschende Schuhe... Und einen irrationalen Hass auf Kinder. Tja, anscheinend reicht das schon. Sagt Ihnen dieser Apparat etwas? No, Monsieur. Ach, komm, meine Güte. Sagt Ihnen dieses weiße Pulver etwas? Nicht, dass ich wüsste. Okay, du kannst uns hier überhaupt nicht weiterhelfen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann reden wir mal mit dem Monsieur hier, der sich hier so intensiv mit den Gegenständen beschäftigt. Verdächtig. Verzeihung, sind Sie André Lobineau? Live und in Farbe. Möchten Sie ein Autogramm? Nein, mir wurde gesagt, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Helfen? Ich heiße George Stobbart. Ich hätte gerne Ihre professionelle Meinung. Nun ja, okay, schießen Sie los. Was, das ist Lobineau? Okay. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Das Lochmarn-Dreibein? Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Eben. Und ich denke mir nämlich auch, dass die sich hier drin verstecken werden in der Mumie. Was können Sie mir über Philipp den Schönen sagen? Er ist für die Ausrottung der Tempelritter verantwortlich. Das weiß ich. Warum wollte Philipp sie so unbedingt loswerden? Hauptsächlich, weil er ihren Schatz in seine Hände kriegen wollte. Er hatte enorme Schulden und musste irgendwie seinen ewigen Krieg gegen England finanzieren.
Das Problem war, dass die Tempelritter einen äußerst hoch angesehenen heiligen Orden bildeten. Wenn die Templer so mächtig waren, wie hat es dieser Typ Philipp dann geschafft, sie auszulöschen? Durch schmutzige, unehrenhafte Mittel natürlich. Der Papst war Clemens V., ein Franzose. Franzose, ja? So ein Zufall. Und wie praktisch für Philipp. Zufall hatte damit nichts zu tun. Er war Philipps Marionette, eingesetzt, um seinen politischen Ambitionen zu dienen. Philipp wollte den Reichtum der Templer und benutzte Clemens, ihn zu bekommen. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Das stimmt. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Was hatte Philipp geplant? Was ist passiert? Versiegelte Befehle wurden in ganz Frankreich ausgesandt, die erst an einem bestimmten Tag geöffnet werden sollten. Dieser Tag war Freitag, der 13. Juli. Das ist der Ursprung des Aberglaubens, der dieses Datum umgibt. Im Morgengrauen wurden in ganz Frankreich die Templer verhaftet. Es war die größte Razzia in der Geschichte der Welt. Och, ist ja interessant. Daher kommt das also. Was passierte mit den Templern, nachdem sie festgesetzt wurden? Philipp wollte Blut sehen, also übergab er die Templer der Inquisition. Es ist nicht sehr überraschend, dass sie eine ganze Latte sensationeller und schrecklicher Gotteslästerungen gestanden. Wie was zum Beispiel? Och, die Sorte Zeugs, über die man in der Regenbogenpresse liest. Teufelsanbetung, abartige Sexualpraktiken, Anspucken des Heiligen Kreuzes, sowas eben. Das dürfte ihren Verteidigern ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet haben. Egal, ob die Beschuldigungen wahr waren oder nicht. Gute Publicity war das jedenfalls nicht. Die meisten Anschuldigungen waren wahrscheinlich eiskalte Lügen, aber die Templer kamen dadurch ganz schön ins Schwitzen. Hunderte von ihnen wurden der Ketzerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen gegrillt. Sie beteuerten bis zum Ende ihre Unschuld. Echt interessant, hier kannst du noch was lernen. Aber Philipp hatte doch ganz sicher keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Templer. Unter der Folter gesteht ein Mann alles, egal was. Die Inquisition fabrizierte einen unsinnigen Dämon, den sie Baphomet nannte, und sagte ihren Opfern dann, das sei es, was sie verehren würden. Aber da mussten die doch nicht mitmachen. Die Aufzeichnungen zeigen einen Templer, dessen Füße beide weggebrannt waren, als er vor Gericht erschien. Oh. Was würden Sie alles gestehen bei einer solchen Folter? Es ist also keine Wahrheit an dem, was diese ganzen Baphomet-Anschuldigungen angeht. Nicht ein Fünkchen. Fast jedes Opfer beschrieb das Götzenbild anders. Nein, Baphomet existierte lediglich in den kranken Hirnen der Inquisitoren. Baphomet war übrigens ein Ziegenbock, habe ich jetzt erst kürzlich gelesen, der irgendwie weder Mann noch Frau ist und einen Drudenfuß auf dem Kopf hatte. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil wir ja in den letzten Folgen dann auch dem Ziegenbock in Loch Marne begegnet sind. Vielleicht ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, wer weiß. Philipp hat also den Schatz der Templer gestohlen, richtig? Oh nein, die waren ja nicht dumm. Die Truppen des Königs marschierten erst zum Tempel von Paris und dann zum Heimathafen der Templer, nach La Rochelle. Es gab keine Spur von dem Schatz und die Flotte der Tempelritter war in See gestochen. Sagt Ihnen der Name Montfaucon etwas? Klar, das war der schrecklichste Ort von Paris, zumindest vor der Revolution. Eine öffentliche Toilette? Montfaucon war der Platz, an dem viele Tausend exekutiert wurden. Ein dunkler Tempel des Todes mit vielen Bogenreihen. In jedem Bogen ein grausiges Ausstellungsstück. Galgen, an denen die Gehängten baumelten und die Krähen warteten. Das erklärt das Bild mit dem gehängten Mann. Ich habe einen Hinweis auf Montfaucon in Irland gefunden, in einem Dorf, das Loch Marne heißt. Loch Marne? Da hat doch Pegram gegraben. Genau. Er hat die Ausgrabung verlassen, bevor ich ankam. Wo genau liegt Montfaucon? Im Nordosten, beim Kanal Saint-Martin. Aber es ist nichts davon übrig. Der alte Galgen wurde während der Revolution abgerissen. Kennen Sie Pegram gut? Nicht besonders. Ich habe ihn auf einer Konferenz getroffen. Ich hätte mich gerne intensiver mit ihm unterhalten, aber ich hatte keine Zeit. Wann war das? Oh, im Sommer. Juli, glaube ich. In der zweiten Juliwoche? Kann sein. Ja, stimmt. Kurz vor dem Tag der Bastille. Pegram war also zur selben Zeit in Paris wie die anderen Opfer. Hä? Was für Opfer? Nichts, nur laut gedacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Pegram vielleicht gar nicht mehr lebt. Haben Sie mal etwas von den Hashashinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde.
Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Assassin's Creed. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Haschaschin anschließen würde. Boah, gar nicht so doof, ne? Aber wie kommt man denn auf solche Ideen? Was machten die Haschaschin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Haschaschin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Tja, gibt's ja heute im Endeffekt immer noch und Unberechenbarkeit macht mir immer am meisten Angst. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu einer mittelalterlichen Handschrift. Vremme? Haben Sie die Rolle hier? Nein, sie ist zu empfindlich und außerdem, da gibt es gewisse Leute, die vor nichts zurückschrecken würden, um sie in ihre gierigen Hände zu kriegen. Hört sich toll an. Haben Sie eine Kopie des Textes? Es ist nicht viel, nur ein paar Sätze auf Latein. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen, die Bilder zu entziffern. Ohne die Schriftrolle zu sehen? Das ist etwas viel verlangt. Sagen Sie mir nur eines, was bedeutet es Ihrer Meinung nach, wenn auf einem Bild zwei Männer auf demselben Pferd reiten? Die Tempelritter. Erscheint das Siegel der Tempelritter auf diesem Manuskript? Das würde ich zu gern mit eigenen Augen sehen. Sollten wir ihn vielleicht mal einladen? Jemand passt auf die Schriftrolle auf. In Paris? Ja, ist gar nicht weit von hier. Na gut, geben Sie mir die Adresse und ich komme hin und schaue mir das Ganze mal an. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht sollte ich das erst mit ihr absprechen. Eine Freundin also? Ja, es ist eine Frau. Ist es nur meine Einbildung oder erscheint da auf einmal wirklich ein raubtierhafter Glanz in seinem Auge? Auf einmal hat sich dieser freundliche Historiker in einen großen bösen Wolf verwandelt. Oh oh. Diese Freundin, bei der die Schriftrolle ist... Ah oui, die unbekannte Dame. Sie wohnt in der Rue Jarry, Nummer 63. Oh. Ah, da kenne ich mich gut aus. Ich komme vorbei, sobald ich kann. Jetzt haben wir es gar nicht mit ihr abgesprochen. Mist. Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen? Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit, Jesus Miliz. Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen? Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt. Sie sind eine Goldgrube für Informationen, André. Freut mich, wenn ich Ihnen helfen konnte, George. Wieso waren die Tempelritter so reich? Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit. Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde? Ach, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Und andererseits ist es möglich, dass die Wahrheit nie an die Öffentlichkeit gelangte. Was wollen Sie damit sagen? Die Templer umgibt ein mythologischer Status, so wie zum Beispiel auch den britischen König Artus. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren. Halten Sie das für wahrscheinlich? Nein, nicht für einen Augenblick. Im Endeffekt wurden sie ja alle ermordet. So, vielen Dank, das war sehr interessant.
Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Tja, dann werden wir wahrscheinlich mal bei Nico vorbeischauen, würde ich annehmen. Aber jetzt gucke ich noch mal kurz da rein. Vielleicht versteckt sich hier ja schon jemand. Versuchen Sie lieber nicht da reinzuklettern, Monsieur. Sie würden ersticken. Oh. Ich wollte schon immer mal wissen, wie man sich als Mumie fühlt. Aber für einen kurzen Moment. So, gut, dann gehen wir jetzt wieder. Ich glaube, wir haben hier jetzt nichts mehr zu tun, außer eben zu Nico zu gehen und ihr Bescheid zu sagen, dass wir ein Treffen arrangiert haben, ohne es vorher mit ihr abzusprechen. Was wir vielleicht hätten tun sollen, ich weiß es nicht. Aber sie kannte den Professor Lobineau doch auch, oder? Wenn ich mich recht entsinne. So, nee, hier, Rügerie. Auf in Nicos Apartment, in diese wunderschöne Wohnung. Hola. Hallo. Hallo, George. So, oh, jetzt haben wir den gar nicht hier zur Auswahl. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Ich habe von ihm gehört. Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Hat er bereits. André Lobineau hat mir erklärt, wer die Hashashin waren. Ja? Der Kult der Mörder. Oh, Junge. Ja gut, anscheinend sagen wir ihr das gar nicht, dass er vorbeikommen wird. Ich muss gehen. Okay, viel Glück. Obwohl, hätten wir vielleicht auf die Schriftrolle drücken sollen? Gehe ich nochmal rein und versuche ich's? Ich gehe nochmal rein und versuche das. Ich dachte bloß, dass die, wenn wir jetzt wieder die Schriftrolle aufrollen, dass dann nur wieder das Übliche kommt, dass wir die uns genauer ansehen sollen. Hallo. So, komm, beeil dich. Ich will nur kurz was probieren. So viel Zeit muss sein. Hallo, George. Nicht, dass es an dieser kleinen Geste dann scheitert. So. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Mist. Okay, ich dachte, er erwähnt jetzt André, aber okay. Ich muss gehen. Okay, viel Glück. War ja nun mal ein kurzer Versuch. Entschuldigung, seht es mir nach. Aber in solchen Adventures musst du alles ausprobieren, sonst suchst du ewig nach der Lösung. Wenn ich eins gelernt habe, dann das. Nach all den Jahren Adventure-Erfahrung. Ich alter Hase. So, na, wo gehen wir denn dann jetzt hin? Vielleicht nochmal in die Polizeistation. Oh! Montfaucon, da können wir jetzt hingehen. Spannend. Oh, ein neuer Ort, ein neuer Ort. Neuer Ort, neues Glück. Oh, ist das schön. Guten Tag, Sir. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Was kann ich für Sie tun? Eigentlich gar nichts, aber... Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Ach, schön. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt.
Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Ich wollte schon sagen, genau das hat er sich gemerkt. Komisch. Wollen Sie mir die Hand schütteln? Möchten Sie mir vielleicht die Hand... Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. Aber anscheinend ist er ja gerade nicht im Dienst. Verstehst du? Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Ansonsten, wer weiß. Wahrscheinlich von den Haschaschinen. Schauen Sie sich das hier mal an. Ah, ein Elektriker. Mein Fernseher ist durchgebrannt. Könnten Sie den reparieren? Das bezweifle ich stark. Das ist nämlich nicht mein Ausweis. Nur gegen Bares, Monsieur. Schauen Sie sich diesen Edelstein an. Was halten Sie davon? Geschliffenes Glas? Oh nein, der ist echt. Was für ein Verrückter würde denn rumlaufen und den Leuten mit einem unbezahlbaren Edelstein unter der Nase herumfuchteln? Also ist das entweder Glas oder ich bin verrückt. Es macht mir keinen Spaß, über diese Alternative allzu lange nachzudenken. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur oh? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Tja, gesagt ist gesagt. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Das glaube ich auch. So, hier steht noch eine Familie, eine... Jetzt wollte ich gerade Terroristengruppe sagen, eine Touristengruppe. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Okay, ist ihm scheißegal. Ich habe nicht die mindeste... Ach komm. Oh, hier, schau mal. Ein Kanaldeckel. Ich kann ihn mit meinen bloßen Händen nicht öffnen. Aber wir haben ja da so ein Gerät. Hey, hey Sie! Was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort! Ach du alter Spaßverderber. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg! Okay, okay. Interessiert ihn auch nicht? Interessiert ihn überhaupt was? Nee. Okay, dann... Oh, was ist hier denn? Jetzt ist kein Wasser drin, das munter herumplätschern könnte. Und das vergammelnde Laub, das sich darin sammelt, ist irgendwie kein vollwertiger Ersatz dafür. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Wow, das sieht ja wundervoll aus. So, was können wir denn hier tun? Das können wir uns angucken. Ein Grab. Ins Gebet vertieft wartet er auf den jüngsten Tag. Was mehr hast du dazu nicht zu sagen? Vielleicht auch ein Rätsel? Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Schätzt du? Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Okay. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Ja, weiter können wir jetzt auch nicht mehr gehen, ne? Können wir uns das vielleicht noch genauer anschauen? Den Altar? Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es... Okay, ja. Tja, anscheinend brauchen wir noch ein paar Informationen, denn vorher wird Stobbart hier gar nichts machen. Habe ich so das Gefühl. Anscheinend haben wir noch gar keinen Grund, jetzt hier zu sein. Aber ich denke mal schon, dass wir hier noch ein Geheimnis lüften können, was uns vielleicht weiter in unserer Story führt. Achso, nee, dann geht er ja hoch. Oh, nö. Ich dachte, da kann er noch irgendwas, kann man noch irgendwas damit machen. Mit der ganzen Kathedrale. Okay, der Typ ist uns im Weg.
Und solange er da ist, können wir nicht in den Kanal rein. Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. Tja, wie kriegen wir dich jetzt hier weg? Wissen Sie, was das hier ist? Aha. Ihr Amerikaner mit euren verfluchten Nasenzückerchen. Ich habe die Frauen von Hollywood gelesen. Ich weiß alles darüber. So, wenn Sie versuchen, das Zeug hier zu schnupfen, dann mauern Sie sich aber Ihre Nebenhöhlen zu. Das ist echter Stuckgips. Wirklich? Gott sei Dank. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich befürchtet, ich müsste wirklich jemanden verhaften. Hallo, der Papierkram. Sie haben ja keine Vorstellung. Tja, was hast du denn gedacht? Tja, wie kriegen wir ihn jetzt hier weg? Vielleicht nochmal damit? Schauen Sie sich das hier mal an. Ah, ein Elektrik. Achso, okay. Sagt das Gleiche? Das bezweifle ich stark. Ja. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Aha, eine falsche Nase. Sehr bezeichnend. Wirklich? No, ich mache nur ein wenig Spaß. Puff, puff, puff. Wissen Sie, was das hier ist? Ein Kanaldeckelschlüssel. Sagt er Ihnen denn gar nichts? Gehören Sie vielleicht irgendeinem obskuren Seitenarm der Freimaurersekte an? Wieso? Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel, nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Ach, endlich fragt mal jemand. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ja, du wirst hier sein. Leider Gottes. Da können wir auch nicht rein, ne? Gut, also hier können wir erstmal nichts machen. Der Wachtmeister muss erstmal weg. Aber wo gehen wir jetzt hin? Also entweder wir gehen jetzt nochmal zu Nico und schauen, ob der Lubino jetzt dort ist. Wir können ja auch nochmal mit der Dame hier reden. Die immer so entspannt redet und sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Mhm. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt, aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Okay. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Ja, ja, ja. Nico wird also beobachtet von einem Mann mit Trenchcoat und Hut. Aber wer könnte das sein? Vielleicht der Inspekteur? Zumindest hat der einen langen Mantel an. Aber eine Bohnenstange ist er ja eigentlich auch nicht. Hallo. Tag. Du wirst beobachtet. Hallo, George. Oh, nichts Neues. Ich muss gehen. Okay, viel Glück. Tut gut. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, mal auf die Polizeistation. Ich wüsste nicht, wo sonst noch hin. Wir können natürlich noch mal zu dem Café gehen, wo der Bombenanschlag passiert ist, aber ich wüsste nicht, warum. Würde mir gar kein Grund einfallen. Wir probieren jetzt einfach mal alles aus. So. Bonjour. Ich bin's wieder. Stobart. Entschuldigen Sie. Was wollen Sie diesmal? Auch dies und das und jenes und, ja. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Yep. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. So, das dauert jetzt wieder 3 Stunden. Es ist dieser Stobart, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, Moi. So, dann beweg deine müden Beine mal hier rüber.
Was gibt es, Monsieur? Haben Sie von den Tempelrittern gehört? Die Templer? Aber natürlich, Monsieur. Ihr Ruhm ist in Frankreich ungebrochen. Wir haben sie nicht vergessen wie der Rest von Europa. Es war allerdings der König von Frankreich, der sie verfolgte. Allerdings. Das hatte gesessen. Unter seiner kultivierten Fassade steckte ein ziemlich unsicherer Kerl. So ein Quatsch. Sie sind offenbar ein großer Bewunderer der Tempelritter. Das waren Männer von großer Ehre, Monsieur. Die Blüte des Rittertums. Nicht jedermann sieht das so wie Sie, Inspektor. Nicht jeder teilt meine leidenschaftliche Liebe zu Bartok. Aber wenn die Tempelritter so ehrbar gewesen sind wie... Das langt jetzt. Ich habe kein Interesse an Ihrer unmaßgeblichen Meinung. Hey. Warum regen Sie sich so auf über die Tempelritter? Die sind doch seit Jahrhunderten ausgestorben. Ich hätte es nicht übertreiben sollen. Vielleicht waren seine Vorfahren Tempelritter. Warum auch immer, ich habe gesehen, wie der Zorn in seinen Augen aufgeflackert ist, wie ein fernes Sommergewitter. Die Tempelritter waren die ersten wahren Internationalisten. Noch heute, 800 Jahre später, ist die Welt in kleine Schnipsel zerstückelt, von nationalistischen, fahnenschwingenden Idioten. Entschuldigen Sie mich. Da haben wir wohl einen wunden Punkt getroffen. Was hat er damit zu schaffen? Das interessiert mich. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? Haben Sie jemals von den Hashashin gehört, Sergeant? Gesundheit, bitte, was war das? Der Kult der Attentäter. Was wollen Sie mir sagen, Stoppard? Dass der Clown diesem Kult angehört. Ah, ich verstehe. Und welche Beweise haben Sie dafür? Wie, Beweise? Ich bin zu dieser Schlussfolgerung allein durch logische Deduktion der vorhandenen... Pseudo-intellektuelles Geschwafel. Überlassen Sie Ermittlungen in Kriminalfällen den Leuten, die sich damit am besten auskennen. Der Polizei. Ja, das sieht man ja, wie weit ihr bis jetzt gekommen seid. Bis bald, Sergeant. Gut, das war wenig aufschlussreich. Viel bleibt uns da jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt... Ich will nur mal gucken, wenn wir jetzt zum Airport gehen. Wir können nicht mehr nach Paris, nach Lochmarne reisen. Schade. Egal. Tja, wohin? Im Museum waren wir, in der Polizeistation bei Nico. Bleibt ja nur noch das hier, oder? Er ist weg. Ich glaube, wir sollten unserem alten Bekannten mal einen Besuch abstatten. Ja, guten Tag. Ja, Inspektor. Gut, habe ich mir fast gedacht. Ich muss jetzt wieder los. Viel Glück, Inspektor. Ich hoffe... Ja. Das haben wir uns, glaube ich, in diesem Abenteuer schon oft genug angehört. Tja, was tun wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Eigentlich gibt es hier nichts mehr, was wir tun könnten. Ich bin mir fast sicher, dass wir entweder nochmal ins Museum müssen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt den Kanal runtergehen, zu dem anderen Kanaldeckel kommen. Und warum auch? Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal woanders. Und wenn ich da so einen kleinen Blick auf die Zeit werfe, wäre es sowieso wieder an der Zeit, die Folge hier zu beenden. Ich frage mich auf jeden Fall, wo unser nächstes Abenteuer uns hinführen wird und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis dahin, macht's gut und tschüss.